Uno Roller in der Testfahrt bei Tesla Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla Fan. Heute ein E-Roller. Ich habe bis jetzt noch kein E-Roller Probe gefahren. Das ist sozusagen das erste Mal. Mein Bruder kam damit an, damals mit dem NIO-Roller und war davon ganz begeistert. Ja, mittlerweile finde ich die Dinge an sich auch ganz interessant und habe ja auch schon einen kleinen Bericht gesagt, dass ich so ein bisschen überlege, ob ich mir so einen E-Roller anschaffe. Man hat viele Fahrzeuge und kann ja gar nicht alles gleichzeitig nutzen. Trotzdem bin ich dabei jetzt am Überlegen, ob ich mir so etwas, so ein Zweirad, so ein elektrisches anschaffe. Irgendwie bin ich auf den Geschmack gekommen mit meinem E-Bike. Aber das muss ich erst noch mal sehen. Und deswegen hatte ich die Chance, eben einen Uno E-Motorroller einmal Tests zu fahren. Da gab es eine Testfahrt hier in Hamburg und da konnte ich den nagelneuen E-Roller von Uno testfahren. Und da habe ich ein Interview gemacht, auch mit derjenigen, die da für den Verkauf und Marketing zuständig ist und dort diese Motorroller eben vorgestellt hat. dabei ist nicht alles, hat eigentlich alles hundertprozentig funktioniert, da ich eben alleine unterwegs bin und deswegen die Aufnahmen natürlich auch alleine mache. Da ist einerseits natürlich nicht das Optimal im Bild gewesen und andererseits beim Fahren habe ich eben mit meinem iPhone aufgenommen und da muss ich sagen, ja, da hätte ich lieber eine GoPro nehmen sollen, das ist etwas, weil die wesentlich besser diese Verwacklung unterdrückt. Ihr werdet sehen in der Testfahrt, dass eben der Motorroller relativ stark, also während dass er schneller fährt, das Bild doch relativ stark wackelt. Ich habe noch probiert, das zu korrigieren, aber das wird leider nichts mehr. Aber ich habe trotzdem das drin gelassen, weil ich die Fahrt als solches ganz interessant finde. Ich spreche auch dort nicht immer, sondern ich konzentriere mich eben aufs Fahren. Wie ich euch erzählt habe, ich habe das erste Mal Motorroller gefahren, deswegen eben auch besonders auf den Verkehr geachtet. Ich war sehr zufrieden mit meinem Sabine-Tech. Mikrofon, was ich dabei anhatte, man hat kaum irgendwelche Geräusche oder Fahrtgeräusche oder irgendwas gehört, also so Windgeräusche in dem Mikrofon, das hat klasse geklappt. Aber nun guckt euch mal erstmal den Bericht an und nachher komme ich zu den Preisen, Modellen und wann diese Motorroller denn überhaupt ausgeliefert werden. Dann bis gleich. Gut. Genau. Das wäre das Ladegerät zugehörige. Du kannst es gerne mal anheben, wenn du möchtest. Das läuft hier in Art Stecksystem. Also egal, wo man den Kopf reinmacht, lädt der Akku. Ja. Ladezeit ist 7 Stunden, wenn er komplett im Laden ist. 70% hat man innerhalb von 4 Stunden 50. Das heißt, eigentlich über Nacht laden die meisten, wenn man einen gesunden Schlaf hat. Ist er am nächsten Tag dann noch aufgeladen. Reichweite ist so bis zu 50 Kilometern. Wir haben Platz für 2 Akkus, das heißt dann hat man noch eine Reichweite von 100 Kilometern. Reichweite hängt natürlich, wie du wahrscheinlich auch weißt, von vielen Faktoren ab. Ja, man alleine fährt zu zweit, wie man fährt, wie die Steigung ist. Viele Faktoren, aber so grob ist das schon eine Pauschale, auf die man sich stützen kann auf jeden Fall. Klasse. Genau, ich kann nochmal hier zeigen. Das ist tatsächlich ein Kurzmodell, aber hier was ganz Schönes. Man sieht den Ladestand auch über den LED-Ring. Das heißt, der ist jetzt tatsächlich voll geladen. Ja. Wenn er jetzt halb voll wäre, würde praktisch man hier nur die Hälfte ausprobieren. Achso, das bedeutet, er wird nicht unterschiedlich farbig, sondern der Ring wird kleiner. Genau, der Ring wird praktisch reduzierter. Ah ja. Und da ist eigentlich ein schönes kleines Detail letztendlich. Und laden kann man in jeder Steckdose, wie man auch hier schon sieht. Genau. So, und ihr macht das hier jetzt, ihr habt ja jetzt eine Vertretung hier oder ihr seid von Uno angestellt? Ich bin von Uno tatsächlich, ja. Ach, du bist von Uno? Wir haben zwei Gitterroller in unseren Transporter gepackt und wir haben jetzt hier uns gedacht, so als Auftakt stehen wir einfach und stellen die Roller ein bisschen bei den Kunden. Und sind die Roller bis jetzt verkauft worden noch nie oder wie? Der Shop ist offen, wir haben Vorbestellungen gehabt, die jetzt auch konvertiert wurden und jetzt starten wir mit der Auslieferung. Also die Produktion läuft an und die Auslieferung ist jetzt ganz neu.
Das heißt, bis jetzt konnte noch keiner Probe fahren. Das sind sozusagen die ersten Probefahrten, die ihr mit dem macht. Genau, also das sind Beta-Roller, also das sind wirklich noch aus der Vorproduktion, das ist noch nicht das ganz finale Produkt. Wir haben in Berlin gestartet, München und jetzt Hamburg als drittes. Ah ja, sehr gut. Genau, also du bist schon einer der ersten, die jetzt auch fahren. Und hattet ihr ein anderes Modell vorher oder ist das das erste Modell? Nee, das ist unsere zweite Produktgeneration tatsächlich. Die erste Produktgeneration ist der Classic. Davon haben wir auch um die 10.000 Roller tatsächlich verkauft, deutschlandweit. Genau, und das ist jetzt, der ist ein bisschen größer, ein bisschen erwachsener geworden und ist jetzt praktisch unsere zweite Generation. Zwei drauf sitzt, wir haben hier auch noch Fußkratzen, das heißt, man kann mit dem auch dahinter kann dort seine Füße abstellen. Ja. An den Metallen kann man sich auch ganz gut festhalten, das heißt, genau, gerade zum Fahren zu zweit ist es auf jeden Fall ein extrem guter Roller. Ja. Anmachen wird man ihn tatsächlich erst bei der Auslieferung mit der Karte. Ja. Das heißt, du kannst es auch gerne mal machen, wenn du möchtest. Ja. Falls es geht mit der Kamera, du müsstest es einfach flach hier drauflegen. Ah. Genau, reicht schon, dann wird es ein grünes Licht. Ja, jetzt. Und damit haben wir praktisch den Art Schlüssel, traditionell, wie man kennt, mit dieser Karte ersetzt. Und der Roller wird an- und ausgemacht über die Karte und zukünftig dann auch per App. Per App, ja genau, das war meine Frage. Das war, also das wird sozusagen, ihr habt wie Tesla sozusagen Updates over the air oder wie? Ja, genau, wir haben eine UnoCloud und auch die Bedienung über die App ist dann zusätzlich noch geplant. Also man kann die ganz normal so fahren mit der Karte, aber zusätzlich natürlich dann in Zukunft kommen die ganzen Smart Features, die wir auch angekündigt haben, wie Navigation oder Microsharing, die dann über die App Das heißt, momentan hat er noch keine Navigation? Nee, tatsächlich wird das auch dann erst mit der UNO-App kommen. Genau. Gut. Ansonsten, wir haben uns bewusst irgendwie entschieden, den Roller sehr schlicht zu halten. Ne? Also, was man jetzt sieht, im Prinzip gibt es drei Knöpfe. Wir haben einmal den Blinker. Mhm. Das sieht man nicht im Fahren, deswegen zeige ich das auch gerne vorher. Genau. Die Lichter sind auch LED, das heißt, gerade im Dunkeln kann man sich sicher sein, dass man da auch gesehen wird. Und vorne sieht es jetzt das Standlicht, deswegen ist nur der äußere Ring ausgeführt. Ja. Ah, sehr schön. Und sobald man fährt, ist auch die innere Lampe da. Also ich finde, das Design finde ich natürlich klasse. Ja. Ne? Ja, deswegen ist es auch so, dass ich hier mich angemeldet habe, weil ich einfach das Design gut finde. Ja. Und weil die Rücksitzbank natürlich auch wirklich, wenn man mal was kleinen Einkauf oder sowas machen will, kriegt man da ja gut Sachen absolut mit, oder? Absolut, das wäre jetzt der nächste Punkt, den ich zeigen werde. Unter dem Blinker befindet sich der Knopf für den Stauraum. Ah, da, dieser hier. Genau. Ah ja. Und da können wir mal reinschauen. Das heißt, ist wirklich immer einiges Wahnsinn, Spaß, ne? Also 33,4 Liter Stauraum hat man da. Die zwei Akkus passen sehr entspannt nebeneinander. Zwei Helme kriegt man rein und ja, im großen Einkauf findet da auf jeden Fall auch Platz. Klasse. Genau. Apropos Helm, wenn ich jetzt sehe, ihr habt ja diese schwarzen Helme, die Motorroller-Helme, würde ich sagen. Ja. wie ist das? Ist es vorgeschrieben mit einem Motorroller-Helm oder kann man mit dem Fahrradhelm fahren? Und das Fahrradhelm nicht zugelassen. Fahrradhelm ist nicht zugelassen. Da sollte man schon einfach für die eigene Sicherheit. Nee, klar. So. Genau, ansonsten Hupe ist auf der rechten Seite, das ist relativ laut. Mhm. Ah, sehr schön. Genau. Auf dem Display sieht man tatsächlich die Uhrzeit, die Aktivität, man sieht den Kilometerstand. Hier findet gerade ein Software-Update statt. Eigentlich nicht, da sind unsere Software-Ingenieure gerade am werkeln. Ladestand des Akkus, tatsächlich, wenn man beide Akkus drin hat, werden hier auch beide Akkus dann aufgelistet mit Prozentzahl. Sehr gut. Und P steht für Parken, das heißt, dass wir jetzt gerade den Seitenständer eingeklappt haben. Wenn du jetzt da die Akkus siehst, nimmt er, wenn du zwei Akkus drin hast, von beiden gleichzeitig oder würde er dann erst den einen nehmen? Er nimmt den ersten und dann schaltet er automatisch auf den zweiten um? Nee, tatsächlich arbeiten wir daran. Bei der Version ist es jetzt noch der Fall, dass vom ersten gezogen wird und man tatsächlich den vorderen entlädt, dann umstecken müsste und den zweiten nach vorne. Natürlich wollen wir aber zukünftig, dass auch dann automatisch die Umschaltung stattfindet. Daran arbeiten wir, das wird dann auch... Wobei das natürlich auch kein Problem ist. Man hält kurz an und steckt ihn um. Das ist halt den Komfort, den wir auch gerne irgendwann haben möchten, aber ich denke auch, das ist jetzt nicht das größte Traum. Genau. Jetzt mit den Bremsen. Wenn man bremst, die eine hinten, die andere vorne oder verteilt sich das automatisch? Wie ist das? Das sind Scheibenbremsen tatsächlich. Werden beide Reifen, man sollte eigentlich immer auch gleichzeitig bremsen tatsächlich. Achso, das ist nicht so, dass die eine Bremse automatisch die andere mit anstößt? Nee, tatsächlich nicht gleichzeitig. Genau.
Und der Gashebel ist hier auf dieser Seite, oder? Genau, man sieht den Zügel. Genau. Jetzt ist er im Hang und das heißt, passiert auch nichts. Ja. Sobald der Ständer hochgeklappt wird, fährt der Roller aber auch dann los. Ja, ja, gut. Da muss ich mich mal vorsichtig anfassen. Gibt es unterschiedliche Fahrmodis bei dem, oder ist das ein und der? Nee, das ist ein und derselbe tatsächlich, genau. Ja, ich meine... Bei anderen Modellen, ja, das... Eigentlich kann man selbst ja bestimmen, was für ein Fahrmodi man hat. Ich meine, ob man nun da auf 30 abgeregelt ist oder nicht, ist, glaube ich, für mich auch nicht so sinnvoll bei den Modis. Ja. Bei Fahrzeugen, die größere Reichweiten haben, schneller sind und dann so wie bei Autos, die auf Ecos gehen und sowas, da macht das Sinn. Aber bei dem Roller muss ich auch sagen, nicht. Und vielleicht bei so einer Zero oder so etwas, bei diesen Motorrädern, die so unheimlich viel Dampf haben, dass man für Leute, die das Ding neu fahren, das eben ein bisschen moderater macht. Ne? Genau, aber man kann eigentlich sehr gut selbst bestimmen, wie man fährt in Fahrmodus. Letztendlich hat man ja die Kontrolle über das Gaspedal selbst. Das super, klasse. Genau. Und seit wann bist du jetzt bei UNO? Ich bin seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren, das heißt, du hast sozusagen den ganzen... Ich habe den ganze Prozess schon mitbekommen, ja. Ich habe zunächst erst Bleistiftskizzen gesehen und Entwürfe. Und dann von den ersten Prototypen bis hin zu fahrenden Rollern und jetzt die Beta-Version. Das ist schon verrückt. Und der Roller ist halt wirklich, da steckt unglaublich viel Herzblut drin. Und wir sind ja auch ein relativ kleines Berliner Unternehmen. Und wenn ich den Roller angucke, ich sehe halt Personen. Zum Bildschirm verbinde ich das mit Personen, mit dem Roller selbst, mit der App, weiß ich, die Personen dazu. Es ist schon verrückt, wie so ein... Projekt von einem relativ kleinen Unternehmen dann abgetragen wird. Ja, das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache, wenn man so am Anfang dabei ist und nicht irgendwie reinkommt und was Fertiges hat. Ne? Absolut, ja. Steckt viel. Und du bist jetzt speziell so für so Vermarktung und sowas da oder was ist deine Aufgabe hier? Ich bin an der Schnittstelle zwischen Marketing und Sales. Ich bin eigentlich relativ, immer wenn der Roller physisch zu sehen ist, wir sind ja eigentlich ein sehr digital ausgerichtetes Unternehmen. Ja. Aber gerade was Testfahrten betrifft, wir haben eine Art Pioniernetzwerk, so nennen wir das. Also wir sind Pioniere, die Ansprechpartner in den jeweiligen Städten sind. Ja. Die bekommen Roller von uns gestellt und machen auch Testfahrten. Das heißt, für die bin ich praktisch zuständig, da diese Vernetzung auch in den jeweiligen Ländern, die dann wirklich Testfahrten machen. Dann in Richtung Testfahrt-Events, wenn wir auch Events auch präsent sind, werde ich dann da die Ansprechpartner. Klasse. Alles, was offline und physisch den Roller betrifft. Ja. Involviert. Ja. Ja, klasse. Genau. Dann würde ich sagen, klären wir die Formalitäten und dann kann ich auch mal. Ja. Super, klasse, dankeschön. Wir sehen uns in ein paar Minuten wieder, ne? Ciao. Danke. So, nun machen wir hier die Probefahrt mit dem UNO. Das sitzt sich hier wirklich sehr gut drauf. Und wir werden jetzt hier mal eine kleine Runde fahren. Mal gucken. Also der zieht an sich ganz gut an. Was ich noch mal fragen muss, ist, wie das denn nun ist hier mit dem... Oh, hier ist jetzt Kopfsteinpflaster und ihr merkt schon an der Kamera, dass der relativ sauber und gut fährt, denn meine Kamera ist nicht so fest, dass man sagen kann, das ist jetzt... Wow, der zieht ja echt. So, gut. Und jetzt fahren wir hier vom Prinzip her Grindelhof durch und werden jetzt mal sehen, dass wir hier irgendwo eine schöne Straße finden, wo wir dann auch schneller fahren können. Weil in der 30er-Zone sollte man eben sich auch an die 30 halten. Mit dem Helm ist das ein klein bisschen was Neues für mich. Aber grundsätzlich gesehen ist das auch ganz gut zu machen. So, und wenn man jetzt erstmal sich daran gewöhnt hat, mit so einem Ding zu fahren, dann ist das auch alles gar nicht mehr so wild. So, wir fahren jetzt 22 Stundenkilometer, was so ganz in Ordnung ist. Und jetzt müssen wir eben aufpassen, dass wir schön nach den Straßenverkehrsordnung hier natürlich fahren und nicht jetzt hier wie die Wilden durch die Gegend heizen. Das sollte man nicht machen.
Aber wir werden jetzt hier gleich mal den da rechts reinfahren. Die Frage ist jetzt, ja, hole ich mir einen Roller mit 45 Stundenkilometer oder nehme ich doch einen Roller, der schneller ist, weil es schon so ist, dass man natürlich, wenn man über Land fährt, so, nun machen wir jetzt mal den Geschwindigkeitstest hier. Ich bin bei 42, 46, 48, 50, 51. Wow. Also mit 50 kann man hier schon ganz gut fahren. Ich weiß nicht, wie gut ihr mich verstehen könnt. Denn grundsätzlich gesehen ist doch schon ein ganz schöner Fahrtwind. Und ist natürlich wesentlich weniger Aufwand, als wenn man... Man muss den sozusagen so, jetzt muss ich bloß an den Blinker denken, weil der geht nicht automatisch zurück. Aha, 30er-Zone. Jetzt werden wir hier schön dann auch die Geschwindigkeit fahren. So, 30 und lang. Also das ist schon wirklich klasse. Das Ding fährt sich super. Man kann hier richtig schön lang juckeln, ohne dass man jetzt... Also ich glaube, die Geschwindigkeit, dass er hier knapp auf 50 geht, also nach Tacho, ich denke, der wird auch nicht, das wird auch nicht die echte Geschwindigkeit sein, wie alles wird das, werden da Abweichungen sein. Aber grundsätzlich gesehen hast du hier wirklich gute Beschleunigung. Und zusätzlich gesehen ist das natürlich auch... Oh. So. So, wenn ihr jetzt hier guckt, dann seht ihr, der Roller ist jetzt im Moment hier auf P. Wenn ich ihn jetzt hier gerade mache und mache ihn hier so weg, dann hat man jetzt im Moment hier nur die Anzeige von der Geschwindigkeit. Man hat die Gesamtkilometer, die bis jetzt gefahren sind, und die Uhrzeit. Man sieht hier den Akku. Und grundsätzlich gesehen ist das schon eine ganz gute Übersicht. Hier soll nachher Navi drauf sein. Da bin ich natürlich gespannt, wie das mit dem Navi ist und wie man da das denn nutzen kann. So, jetzt werden wir ihn einmal nochmal abstellen. Zuck. Ja, so, heute ist die Testfahrt von dem Uno und wie gesagt, ich bin jetzt hier unterwegs mit dem Uno und ihr seht hinter mir das Fahrzeug schon. Also es ist, es ist relativ wie so ein kleiner Sessel, den man hat, oder eine Ottomane. Man sitzt da wirklich sehr gut drauf. Und vom Anzug her ist das klasse. Das Tacho zeigt maximal 50 an. Wobei man natürlich immer von der Abweichung ausgehen muss, die man hat, wenn man so ein Fahrzeug eben fährt, dann hat man immer eine Tachoabweichung. Insofern, ja, gut, damit muss man natürlich dann leben. Aber lasst uns noch einmal den angucken. Wir haben das ja eben schon mit der netten Angestellten von Uno uns angeschaut.
die uns da ein bisschen was zu erklärt hat. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an. So, hier sieht man jetzt den neuen UNO-Roller. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt er vom Aussehen her klasse. Von der Geschwindigkeit fährt er an sich auch relativ schnell. Das Einzige, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist, wenn ich jetzt über Landstraße fahre und dort eben mit 50 doch relativ langsam bin. In der Stadt glaube ich nicht mal, dass man mit der Geschwindigkeit, wie man hier unterwegs ist, den Verkehr grob jetzt behindert. Ich denke, die meiste Zeit, sobald es ein kleines bisschen voller ist, ist man genau im normalen Betrieb. Ja, man hat nicht allzu viele Sachen hier dran. Man hat eben die Spiegel, damit hat man einen guten Rückblick, was ich jetzt festgestellt habe. Das ist für mich das erste Mal, dass ich mit einem Roller fahre. Also insofern ist natürlich die Vergleichbarkeit denn nicht so gut. Der Blinker hier, der geht eben nicht zurück selbstständig. Das heißt, da muss man dran denken, dass man ihn zurückmacht. Man hat so einen Tacken, dass man es mitkriegt. Alles ist LED bei diesem Roller. Der hat die Hupe, wie ihr die schon gehört habt, und vom Prinzip her habt ihr hier hinten dann so einen Öffner und dann könnt ihr damit hier in diesen Stauraum, und der Stauraum ist wirklich groß. Die Akkus ist im Moment so, dass die Akkus nicht alleine, kommen wir nochmal rein, seht ihr, da könnt ihr die Akkus, die nebeneinander stecken, die können im Moment noch nicht automatisch umgeschaltet werden, aber ich denke, das ist auch nicht das Problem. Man kommt 50 Kilometer weit und wenn man dann hier oben an der Anzeige sieht, dass der Akku eben wie hier, das hat man zwei Akkus denn, der Akku ist leer, dann würde man beigehen und würde dann den Akku vom Prinzip her einmal tauschen und einfach den neuen Akku dann reinstecken. Und das, ich habe den Akku gehabt, also das ist ganz leicht, den kann man super gut mit reinnehmen. Auch das ist kein Problem. Insofern ist das schon ein ganz tolles Gerät, was wir hier vor uns haben. Wir fahren jetzt noch mal ein bisschen, das nehme ich noch mal ein bisschen auf, so dass ihr ein kleines bisschen ein paar Bilder habt. Und ja, dann sage ich vielleicht noch zwei, drei Sachen dazu. Aber ansonsten gebe ich nachher mein Fazit zu Hause. Ja, kommen wir zu meinem Fazit und zu den Fakten, die euch ganz bestimmt auch interessieren. Also mein Fazit, dass dieser Motorroller lässt sich wirklich super bequem fahren. Also und total einfach. Also das ist, man muss ja nicht viel schalten. Man macht einfach den Gashebel und muss die beiden Bremsen bedienen. Worauf man natürlich achten muss, ist, dass man ja den Gashebel auf Null stellt, bevor man bremst. Man kann natürlich auch beides, aber das ist nicht so effektiv. Insofern den Gashebel, da muss man schon ein klein bisschen dran denken, dass wenn man bremst, der Gashebel eben runter ist und nicht mehr man Gas gibt. Der Stauraum ist super. Das Gerät oder der Motorroller selbst ist noch in der Entwicklung. Also da wird noch einiges over the air abgedatet bei dem Motorroller. Man hat gesehen bei dem Interview, dass gerade die Techniker wieder ein Update gemacht haben. Also insofern entwickelt sich der Motorroller auch weiter. Da soll nachher eine Navigation drin sein in dem Display. Das Display ist schön groß, man kann da drin sehr gut das erkennen. Die LED-Leuchten sind klasse. So weit, so gut. In der Stadt ist so ein Motorroller optimal. Das heißt, jemand, der in der Großstadt unterwegs ist oder auch in einer Stadt, wo eben viel 50 Stundenkilometer normalerweise gefahren wird oder 30, was ja auch an vielen Stellen eben der Fall ist, da reicht dieser Motorroller aus, um mit dem Verkehr mitzufahren. Wenn man hingegen aber natürlich übers Land fährt, dann ist man auf der Landstraße mit 50 Stundenkilometer schon relativ langsam. Und wenn dann schnelle Fahrzeuge kommen, ja, weiß ich nicht, ob die immer einen sehen von hinten, dann wird man natürlich, hat man schon, ist das risikoreich. Also innerhalb der Stadt ist so ein Ding absolut top. Da passt das rein, da kann man überall mit gut durch die Gegend fahren. Das heißt, gerade Leute, die in Berlin, in Hamburg oder in Köln, Düsseldorf, Duisburg, da die ganze Umgebung dort leben, die können mit so einem super durch die Gegend fahren, weil ja die meisten Straßen eben Innenstadtstraßen sind und da fährt sich so ein Ding einfach klasse. Das Ganze hat mich wieder bestätigt, dass mir das an sich Spaß bringt, mit dem Motorroller zu fahren.
aber ich bin immer noch nicht hundertprozentig entschieden, ob ich mir einen Motorroller mit 45 Stundenkilometer kaufe oder lieber den Zusatz B196 Führerschein mache. Das ist kein Führerschein, sondern das ist eine zusätzliche Fahrerlaubnis, die man macht. Man muss also keine Prüfung machen und dann eben eine 125er fahren darf. Aber ja, jetzt geht es zum Winter hin. Jetzt werde ich sowieso nicht irgendetwas machen in der Art. Das heißt, ich werde jetzt weiter gucken und probieren, um dann nachher zu einer Entscheidung zu kommen. Jetzt zu den Fakten. Ja, der Motorroller hat zwei Akkuplätze. Das heißt, man kann zwei Akkus hineinstecken, wenn man möchte. Mit einem Akku kommt man 50 Kilometer weit, was schon relativ gut ist. Einen zweiten Akku kann man dazu kaufen. Allerdings ein zweiter Akku kostet knapp unter 800 Euro. Das ist schon nicht wenig. Wenn man sich das Einsteigermodell mit den 2 kW anguckt, das kostet 2.800 Euro. An sich ganz gut. Allerdings habe ich das 4 kW Modell gefahren und das zog natürlich vernünftig hoch. Und ich weiß jetzt nicht, ob das 2 kW Modell, ja, das wird ganz bestimmt weniger Dampf haben. Das heißt, ob das denn wirklich genug ist, wenn man alleine fährt, glaube ich, geht's. Wenn man zu zweit fahren will, dann wird das, glaube ich, etwas schwächlich. Daher gibt es auch noch das 3 kW Modell. Und bei das 3 kW Modell kostet 3.300 Euro. Genauer gesagt 3.299, so wie das andere 2.799 kostet. Das 4 kW Modell, das kostet dann allerdings schon 3.899. Und das finde ich für einen Roller schon ganz beachtlich, den Preis. Also die 3.299, weil das eben auch ja, solide gebauter Roller ist, hinten die große Klappe, ist, finde ich, gut. Braucht man zwei Akkus? Das kommt darauf an, was man immer an Fahrtweg hat, weil die Aufladezeit liegt bei 7 Stunden von so einem Akku. Also 7 Stunden ist schon eine Menge. Ihr habt ja gesehen, wie ich den Akku rein und raus gesteckt habe. Der lässt sich super leicht tragen. Also das ist echt spitze. Ihr kommt zu Hause an, nimmt den Akku mit, geht hoch, steckt den da rein. Das heißt, wenn man jetzt wirklich jeden Tag längere Strecken fährt, das heißt, man hat immer einen Arbeitsweg von 30 Kilometer oder 32 Kilometer, sodass man nicht hin und zurück kommt mit dem einen Akku, dann lohnt sich, glaube ich, ein zweiter Akku, das zu investieren. Wenn man hingegen aber so um die 20 Kilometer fährt, dann könnte man sein Ladegerät mitnehmen und kurz zwischenladen. Wenn man 8 Stunden arbeitet, ist der Akku auch wieder voll. Insofern würde das auch passen. Daher, wenn man jetzt einen längeren Weg fährt, aber man sagt, ja, man ist so lange da, dass man genügend laden kann, dass man wieder zurückkommt, dann geht das natürlich auch. Hat man allerdings mal einen Tag, wo man nur 2-3 Stunden im Büro ist und hat diese lange Strecke, dann würde man auf der Strecke bleiben. Also insofern muss man sich das überlegen. Ein Akku kann man ganz bestimmt dazu kaufen. Das heißt, wenn man erstmal sich einen Akku holt, ein Fahrzeug mit einem Akku holt, dann kann man den erstmal fahren. Und wenn man dann feststellt, man braucht einen, kann man einen dazu kaufen. Insofern muss man vielleicht nicht gleich die Investition tätigen. Es sei denn, ja, jemand sagt sich, nö, also wenn ich investiere, dann würde ich ganz gerne sofort investieren. Wenn man jetzt guckt, was sind 100 Kilometer Fahrt, was kostet mich das? Also wenn ich 100 Kilometer mit dem Fahrzeug unterwegs bin, was sind die Kosten auf 100 Kilometer? Dann wird gesagt, ungefähr 1 Euro. Das heißt, 100 Kilometer 1 Euro Fahrtkosten. Das ist natürlich schon relativ günstig. Das ist aber nicht günstig jetzt nur bei diesem Motorroller, sondern das ist eben günstig bei allen elektrischen Motorrollern. Die haben alle ähnliche Kostenstrukturen. Die verbrauchen eben nicht so viel. Da muss nicht so viel mit durch die Gegend geschleppt werden. Das ist eben nur der Motorroller. Bei diesem Motorroller gefällt mir eben am besten, dass man so ein großes Staufach hat. Man sitzt da sehr bequem drauf und ja, kann ganz bestimmt ganze größere Strecken damit fahren, ohne das unbequem zu haben. Und insofern denke ich, ist das wirklich ein gelungenes
ein gelungenes Produkt, was diese Firma in Berlin gebaut hat. Und man hat ja nicht so viele Motorroller aus Deutschland. Es gibt jetzt demnächst diesen App-Scooter, da hatte ich auch schon was gesagt zu, der kommt aus Holland. Aber es gibt eben super viele Elektroscooter, die aus China kommen. Der UNO-Vorgänger, es gab ein UNO Classic, ja, das war, glaube ich, auch ein Produkt, was eingeführt wurde. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob sie den selbst gebaut haben. Ich denke eher, dass sie den eingeführt haben, dass sie sozusagen die Produktentwicklung gemacht haben, aber den Bau eben beauftragt haben. Hingegen dieser Scooter wird eben in Berlin gebaut. Das heißt, wenn man diesen Scooter kauft, dann kauft man ein Produkt, was in Berlin gebaut wird, was ich auch ganz toll finde. Und die Qualität ist meiner Meinung nach sehr gut von dem Produkt. Allerdings muss man natürlich auch da sagen, sind noch keine Erfahrungswerte, weil dieses Produkt eben noch nicht auf dem Markt ist, sondern nur erstmal den ersten Test hatte. Ja, das ist es an sich für heute. Ja, nochmal, tut mir leid, dass die Bilder so verwackelt sind von den Fahrszenen. Da muss ich nächstes Mal dann die GoPro mitnehmen, um da das aufzunehmen. Aber ansonsten war das ein spannender Tag. Ich war mit meinem Ampler unterwegs, Ampler Scout, bin ich von Wedel reingefahren nach Hamburg. Insofern hatte ich keine Probleme, irgendwie einen Parkplatz zu finden. Ich konnte das Fahrrad dann abstellen und habe gleichzeitig mich ein bisschen bewegt und konnte dann das Vergnügen haben, auf dem Motorroller eben meine Runde zu drehen. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.